Всем намасте, здравствуйте. Меня зовут Инга Минскрицкая, я специалист по восточной медицине. Ich grüße euch alle. Ich heiße Inga Minskrytskaya und bin Spezialist für восточную медицину. Für östliche Medizin oder fernöstliche Medizin. Я изучала аюрведу. Ich habe Ayurveda. Китайскую медицину. Studiert und chinesische Medizin. Тибетскую медицину. Tibetische Medizin. И имею традиционное медицинское образование. Und habe eine ja traditionelle medizinische Ausbildung, so wie man sie im Westen kennt. То есть про здоровье я знаю с разных сторон, с разных взглядов. Und was den Bereich Gesundheit angeht, kenne ich die Herangehensweise aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Занимаюсь я этой темой около 20 лет. Und ich bin ungefähr ja 20 Jahre schon in diesem Thema und beschäftige mich damit. И в последнее время я практически только занимаюсь тибетской медициной. Und in letzter Zeit mache ich nur so tibetische Medizin und bin Ärztin für tibetische Medizin. И тибетская медицина, она уникальна тем, что она направлена на наблюдение. Мы много наблюдаем. Die tibetische Medizin zeichnet sich einzigartig dadurch aus, dass die Herangehensweise eher eine beobachtende ist. Es wird sehr viel beobachtet. И так как я много наблюдаю, я замечаю со стороны некоторые вещи. Когда я недавно приехала в Германию в феврале месяце. Und da ich auch dann sehr viel beobachte und das auch distanziert sehr viel analysiere, als ich nach Deutschland gekommen bin im Februar. Я также наблюдаю за людьми. Я наблюдаю, в каком климате они живут, какую еду они едят, как они себя ведут, какими болезнями они болеют. И уже за полгода я сложила свое медицинское мнение и хотела. Beobachte auch ich hier die Leute, die Lebensweise der Leute hier, die Ernährungsweise der Leute. Und während des halben Jahres habe ich schon eine bestimmte Meinung, ein bestimmtes Bild von den Menschen hier. Was die Lebensweise und die Ernährungsweise angeht. Да, хотела бы вам дать некоторые рекомендации, которые помогут сохранить свое здоровье, здоровье своей семьи. Und ich möchte auch euch auf diesem Weg einige Empfehlungen geben, wie ihr eure Gesundheit und die Gesundheit eurer Familie dann länger aufrechterhalten könnt. Да, поэтому, так как я недавно в Германии, меня переводит мой муж Женя, поэтому огромное ему спасибо. Noch nicht so lange in Deutschland bin, werde ich von meinem Mann übersetzt. Auch ein Dank an ihn. И я надеюсь, что все будет всем понятно. Und ich hoffe, dass für alle alles verständlich sein wird. Итак, что же самое главное в семье, да? Was ist das Wichtigste in der Familie? Это, конечно же, здоровье. Das ist die Gesundheit. Почему? Warum? Если, например, один из членов семьи, да, например, муж либо жена, чувствует себя не очень хорошо, это, безусловно, отражается на его повседневной деятельности. Wenn ein Familienmitglied sich nicht ganz gesund fühlt oder krank ist, das wirkt sich natürlich auf seinen Alltag und auf sein Verhalten aus. Я, кстати, замечаю почему-то очень часто, что один партнер здоровый, а второй, очень сильно больной. Und ich beobachte sehr oft, dass ein Partner gesund ist und der andere sehr krank ist. То есть нету гармонии, нету баланса. Es gibt eine Harmonie und Gleichgewicht. Я стала задумываться, почему так происходит. Ich begann nachzudenken, warum das so passiert. Ко мне обращаются пациенты, я с ними общаюсь. Also Patienten kommen zu mir und ich ja berate sie, unterhalte mich mit denen. И я понимаю, что в какой-то момент у человека происходит заболел человек, и затем происходит какой-то, наверное, психологически уже слом, то есть он уже настолько устал бороться с каким-то недугом, он может быть большой, может быть маленький, но просто у него в какой-то момент заканчиваются силы, и он сдается. Ich habe auch beobachtet und denke mir, dass es so ist, wenn jemand ein Leiden oder Krankheit hat, ob das jetzt klein oder groß ist, nach einer bestimmten Zeit bricht er irgendwo auch psychisch, weil er müde ist, gegen diese Krankheit anzukämpfen. Да, и в других странах, в которых я была и жила, там немножечко другие взаимоотношения, а в Германии все-таки соблюдается вот это вот как бы, не вхождение в границы другого, поэтому эти границы не нарушаются, и, люди просто научаются комфортно сосуществовать. In anderen Ländern, in Asien teilweise, wo ich gelebt habe, ist es ein bisschen anders, das Verhaltens. Die Verhaltensweise zwischen den Menschen. In Deutschland ist es so, dass man irgendwo seine eigenen Grenzen hat und man dringt nicht in die Grenzen des anderen ein. Deshalb
коэксистит ман зотузаген, дас те айне кранкес, он де цвайте партнер гезунд. Да, просто принимая ситуацию такой, какая она есть, люди, ну, просто с каким-то недугом живут. Ди лойте нема ди ситуацион зо ан, ви зи ист, и валь зи зо ист, он гевюнен зих mit der Zeit auch mit dieser Situation zu leben. И очень часто это может быть даже каким-то недугом, но он очень негативно отражается на эмоциональном состоянии. Es ist ja sehr oft dann eine ja Krankheit oder Leiden und diese wirkt sich ja sehr intensiv auf den emotionalen Zustand aus. Я вчера уже немного, ну, пошутила, когда был танец Каушек, я рассказывала о том, что если муж жадный, можно проработать его желчный пузырь, и он станет щедрым. Gestern bereits so ein bisschen gescherzt. Ich habe beim Kauschiki-Tanz habe ich gesagt, wenn der Mann etwas geizig ist, kann er, indem er Kauschiki übt, seine ja Gallenblase eher aktivieren, den Gallenfluss aktivieren und wird eher ja да, bereit etwas abzugeben oder ist eher bereit was abzugeben. А если, например, партнер обидчивый, плаксивый, wenn der Partner ja sehr leicht zu kränken ist und so weinerlich ist, а это говорит о том, что у него не в порядке поджелудочная железа. Sagt es darüber hinaus, dass seine Bauchspeicheldrüse nicht in Ordnung ist. Просто вот, ну, это не человек такой плохой, es это ist nicht вот der у Mensch, него болит, но он не может сказать. So ist, das ist halt sein Körper oder sein Organ, aber das Organ kann sich ja nicht anders ausdrücken. И он просто как пила, ну, чаще всего это женщина, и она просто как пила, постоянно говорит, ты меня не любишь, ты меня на свидание не водишь, ты мне мало времени уделяешь, ты на меня не так посмотрел, ты не то говоришь, почему ты меня перебиваешь, oft ist es dann eine Frau, die dann wie eine Säge dann den Mann irgendwie die ganze Zeit so auch ein bisschen rumnörgelt und ihm Vorwürfe macht, wieso er sie nicht ausführt, wieso er sie nicht anguckt, wieso er sie nicht liebt und so weiter. Да, у человека просто не, я не говорю, что прям болит, да, там, мы не говорим про сахарный диабет, просто может быть не в порядке, небольшая дисфункция. Ich sage ja nicht darüber hinaus, dass der Mensch dort konkrete Schmerzen oder starke Schmerzen hat, es ist jetzt nicht Diabetes oder so, sondern es ist eine Dysfunktion im Körper, die der Mensch vielleicht selbst nicht so sehr wahrnimmt und nichtsdestotrotz wirkt es auf sein Verhalten und auf seine Emotionen aus. А, например, если страдают почки, то человек очень сильно подвержен страхам. Und wenn die Niere leiden, ist der Mensch, also leidet unter Ängsten. А давай не будем брать кредит или что? Там ребенок идет, а ты сейчас упадешь и разобьешься, то есть какие-то чрезмерные страхи. Zum Beispiel so die Dinge oder die Dinge, die im Alltag passieren, die machen ihm zu viel Angst. Zum Beispiel er hat Angst, einen Kredit aufnehmen oder wenn das Kind irgendwo spazieren geht oder rausgeht, hat der Mensch zu viel Angst, dass das Kind sich irgendwas macht oder sich verletzt. А давай никуда не поедем, там везде коронавирус, lass uns nirgendwo hinfahren, dort ist überall Coronavirus, nicht, dass wir uns anstecken und alle krank sind. Просто человек испытывает много страхов. Der Mensch fühlt zu viel, он неплохой. Der trägt zu viel Angst in sich. Может быть, где-то прав. Der spürt zu viel Angst in sich, irgendwo hat er auch recht. Но его вот эта эмоция, она слишком много занимает время, энергии, пространства внутри семьи. Aber diese Emotion, die nimmt zu viel Platz ein in der Familie, im Raum, halt in der sich die Familie bewegt und lebt. И члены семьи просто вынуждены, да, вариться в этой энергии. Und die Familienmitglieder sind darauf, ja, die müssen halt praktisch auch in dieser Energie leben zusammen. Ну, например, еще такой симптом, скажем так, в кавычках, это любовь всех животных, всех бездомных, всех несчастных, бедных и так далее, чрезмерная любовь. Ein anderer Symptom ist es, wenn jemand alle Tiere zu sehr liebt und sich um alle Tiere kümmert, so eine Weltliebe und alle Menschen zu sehr um sich herum liebt und will sich um alle kümmern, will allen helfen, also alle Tiere retten, alle Menschen retten und so weiter, sich 15 Katzen anschaffen oder 15 Flüchtlinge bei sich zu Hause irgendwie einquartieren. Да, как бы кошечек можно спасать, но бывает такой прям сильный перегиб. Man kann ja Tiere irgendwo retten, aber es soll jetzt nicht übertrieben sein. И, как правило, это говорит о том, что у человека не очень все в порядке с кишечником и с легкими. Und das kann darüber sagen, dass bei der Person nicht alles in Ordnung ist, entweder mit dem, ну, толстый или тонкий, или в общем. Ja, mit dem Darm ist oder mit der Lunge etwas nicht in Ordnung ist.
Когда страдает сердце и, например, желудок? Wenn das Herz leidet oder der Magen? А человек может никого не переваривать. Может быть таким очень kann нервным. So ein Mensch sein, der kein leiden kann, keinen verdauen kann, so sehr nervös ist. И сосед неправильно паркуется. Und schimpft so zum Beispiel über den Nachbarn, dass falsch eingeparkt hat. И, например, рубашка нехорошо поглажена. Oder das Hemd nicht ordentlich gebügelt ist. И правительство неправильно себя ведет. Und die Regierung verhält sich falsch und alles. Der Mensch nimmt die Situation oder kann die Situation nicht aufnehmen. Которая, в принципе, она никак его не касается, да? Obwohl die Situation ihn auf keine Weise berührt. Но он ее настолько не переваривает, настолько он не может ее принять. So sehr nicht verdauen, der kann sie so sehr nicht aufnehmen, die Situation. Что у него начинаются проблемы со здоровьем, проблемы с желудком и проблемы с сердцем. Dass dann noch mehr Probleme bekommt mit seinem Magen und mit seinem Herz. И здесь еще очень важно отметить, тоже опять, как правило, женщины, если себя не любят, и мужчины тоже, если человек себя не любит. Und auch in dem Fall, wenn der Mensch sich nicht liebt, also wenn eine Frau sich nicht liebt oder wenn ein Mann sich nicht liebt, und sagt, ich brauche nichts, alles nur für die Familie, ich selber brauche nichts, ich benötige nichts. Что еще, например? Вот народилась я такая страшненькая. Oder ich bin so, ja, schlecht aussehend geboren. И ушки у меня торчат. Und meine Ohren и ножки stehen у меня heraus, кривые. Und meine Beine sind krumm. И нос у меня картошкой. Und meine Nase ist wie все eine Kartoffel. Мне не нравится. Mir gefällt gar nichts an mir. Alles ist vorbei. И, как правило, вот такие эмоции, они двусторонние. То есть это не может быть так, что у человека заболел желудок, и он начал себя так эмоционально проявлять. Это может быть и наоборот, когда мы эмоционально себя раскачиваем, и потом начинаются проблемы в органе. Also das geschieht in beiden Richtungen oder wirkt in beiden Richtungen. Das ist jetzt nicht so, dass jemand Magenprobleme bekommt und dann gleich emotional so wird, dass sich nicht annimmt. Das kann auch so sein, wenn wir uns emotional aufschaukeln, uns nicht akzeptieren oder unser Aussehen nicht akzeptieren, dass es sich nach einer Zeit in eine Magenkrankheit verwandelt. И поэтому здесь мы уже начинаем понимать, я надеюсь, вы уже все прекрасно поняли, что здесь очень важно какие-то, вот, когда чувствуете, что эмоции вас раскачивают, просто остановиться, просто помедитировать, просто сделать пранаяму, и вы уже можете своему здоровью очень сильно помочь. Вы можете сказать своему партнеру: подожди, может быть, ситуация не такая там сложная, либо, если, смотря какие у вас отношения, либо сразу сказать: тебе надо медитировать, закрыть его в келлере, пусть медитирует, дышит. Und ihr seid ja alles erwachsene Leute, ihr könnt das selber bei euch analysieren, beobachten und sehen, wenn ihr beginnt, irgendwo emotional aufzugehen oder euch aufzuschaukeln, geht lieber eine Runde zum Meditieren oder wenn es der Partner ist, versucht den Partner zu besänftigen, ihn irgendwie eine andere Sichtweise ihm zu vermitteln oder ihm zu sagen, wenn es auch sein muss, es hat ja jeder eine andere Beziehung, du musst jetzt irgendwie dich einsperren in ein Zimmer oder in den Keller und dort ein bisschen medizieren, dass diese emotionale, ein bisschen abschwillt, diese emotionale Nackal, genau, dass sich emotional beruhigt. И этому желательно научить, если вы умеете, мы с вами здесь не просто так собрались, да, вы, скорее всего, умеете и медитировать, и делать пранаяму, научите своих детей, да, научите своих взрослых родственников, если, чтобы они там, мама, например, она понервничала, сразу хватается за тонометр, за давление, за сердце, чтобы покажите, научите, расскажите, что есть такие практики, например, как пранаяма, и она может очень успокоить тело и успокоить ум, и не придется повышать дозировку, да, там как бы лекарств, увеличивать дозу. И можно вообще от большинства проблем просто, в принципе, избавиться благодаря медитации и пранаяме. Und ihr seid ja hier alles erwachsene Leute, ihr seid auch nicht umsonst hier. Ihr solltet Atemübungen kennen, beherrschen, Pranayamas beherrschen, Meditationspraktiken beherrschen, so dass ihr selber für euch hier so erste Hilfemaßnahmen einleiten könnt, beziehungsweise wenn es auch um eure Kinder geht, vielleicht um eure Eltern geht, nicht, dass die Mama, wenn sie sich aufregt, greift sie gleich zum
Blutdruckmesser und irgendwie ist ganz durcheinander, möchte Tabletten nehmen, vermittelt auch denen, dass es Praktiken gibt, dass es Abhilfen gibt, ohne Medikamente oder irgendwelche Geräte, dass der Mensch durch die eigene Praxis, durch eigenes Zutun sich hier Abhilfe schaffen kann und dann eventuell auf eine Erhöhung der Dosis auch verzichtet oder die Medikamente auch absetzen kann teilweise. Ну, как вы можете этому научить, да? Только лишь благодаря своей личной практике, своим личным примером вы можете показать своим und партнерам, либо своим родственникам, своим детям, что... Wie könnt ihr anderen Menschen etwas beibringen bzw. vermitteln, nur durch euer eigenes Beispiel, indem ihr selber viel praktiziert, viel kennt und viel macht und die eigene Erfahrung, die ihr dann gesammelt habt, könnt ihr dann euren Familienmitgliedern weitergeben. Да, потому что когда мы рассказываем своим близким о том, как прекрасно есть брокколи, а сами сидим, едим чипсы, смотрим телевизор и пьем пиво, то как-то, ну, картинка, она не состыковывается. Weil wenn ihr, oder wenn jemand den Kindern erzählt, wie gesund Brokkoli ist und selber dann Chips isst und Fernsehen schaut und Bier trinkt, dann passt das Bild irgendwo auch nicht. И я надеюсь, для вас это будет теперь серьезной мотивацией, что когда вы сами лично практикуете, занимаетесь своей личной практикой, вы делаете добро для своей семьи, для своих родных, для своих близких. Вы делаете неоценимый вклад Und в их denke, жизни. Dass ihr jetzt alle bewusst genug seid, um zu verstehen, wenn ihr selber praktiziert, die Erfahrungen sammelt, eure Praxis und eure Energie, die dadurch entsteht, wirkt auf die ganze Familie. Und das ist zum Wohl der ganzen Familie auch. Es ist eine sehr positive und eine sehr sinnvolle Investition in die Familie. Особенно что касается детей, да? Vor allem was Kinder betrifft. Если вы на своем примере покажете, они с детства уже начнут там петь мантру. Вот я смотрю, как маленькие дети у нас приезжают в йога-лагерь. Они уже знают, что такое йога-лагерь. Они уже сидят, поют мантру «Ом» возле костра. Я уверена, что у них будет больше в дальнейшем интерес к тому, чтобы встречаться с ребятами возле костра и тоже, например, петь мантры, а не знаю, там, жарить шашлыки. Und viele von euch haben ja Kinder. А даже если они будут жарить шашлыки, они все равно будут петь мантры. Под шашлык, да, это 100%. Kinder sind ja auch von vielen von euch auch hier im Yoga-Camp dabei, ganz kleine Kinder. Und wenn sie das von klein auf sehen, wie die Erwachsenen Mantra singen, wenn die auch spielerisch, aber trotzdem mitmachen und sich ausprobieren, ist es so, dass wenn die dann erwachsen sind, dann werden sie eher solche Plätze oder Veranstaltungen suchen, wo man auch Mantren singt, anstatt am Feuer irgendwie zu grillen. Aber selbst wenn sie auch dann am Feuer grillen, werden sie trotzdem vielleicht Mantren singen. А что еще хотела сказать про детей? Ну, наверное, что дети имеют такое же полное право, как и любой взрослый, на качественное медицинское обслуживание, обследование, лечение и так далее. А und was die Kinder betrifft, ein kleines Kind hat das gleiche Recht wie ein Erwachsener auf eine qualitativ gute Diagnostik, auf eine qualitativ gute medizinische Versorgung. И если вас в детстве, например, от простуды лечили каким-нибудь борсучим жиром, это не значит то, что вы своих детей тоже должны лечить Und борсучим жиром. Wenn ihr als Kind Dachsöl für eine Erkältung oder bei einer Erkältung bekommen habt, heißt es nicht, dass eure Kinder heutzutage auch dieses Dachsöl trinken müssen, wenn sie krank werden. Хотя бы обследование. Also zumindest die Diagnostik, die Untersuchung soll eine vollkommene oder vollständige sein. Особенно до 3 лет у ребенка должно быть качественное медицинское обследование, и это важно. Я обращаюсь к женщинам, к мамам, к будущим мамам. Vor allem bis zu einem dreijährigen Alter soll die medizinische Versorgung, die Untersuchungen sehr, sehr umfangreich sein, sehr ordentlich sein. Ich spreche hier auch Mütter an, beziehungsweise werdende Mütter, dass das berücksichtigt wird. Я сейчас расскажу, потому что сейчас из-за качества продуктов, из-за экологии много детей, у них это либо генетическое, ну, как правило, сейчас стало очень часто генетическое как нарушение ген, и дети не принимают нормальную пищу, из-за этого у них страдает умственное развитие, то есть они не принимают какие-то продукты, организм как
не в контакте с самим собой, и у них страдает сильное умственное развитие. In der Regel ist es so, dass, dass man heutzutage nicht genug oder nicht alle Nährstoffe bekommt in der heutigen Welt, bei den heutigen Produkten und Ernährungsweisen. Oft ist es auch so, was in der heutigen Zeit sehr oft oder öfter auftritt als in der Vergangenheit, dass man genetisch also nicht sehr, sehr gut zusammengestellt ist. Und wenn man dann auch sich noch falsch ernährt oder irgendwelche Fehler zulässt in der Ernährung, kann man viel oder kann man sehr oft beobachten, dass die Kinder auch, ja, wie gesagt, psychisch oder intellektuell nicht an den Level erreichen, der als normal angesehen wird. И до трех лет это можно скорректировать, если просто давать ребенку ферменты. Bis zu einem dreijährigen Alter kann man sehr wohl das korrigieren, wenn man dem Kind Fermente gibt, damit die Nahrung, damit er die Nahrung gut verdauen kann und damit sein Organismus sich gut entwickeln kann. После трех лет это сделать, к сожалению, практически невозможно, поэтому. Und nach drei Jahren ist es fast unmöglich, das durchzuführen. И это ну, ближайшие, наверное, лет 10 точно будет такая тенденция, что дети будут от этого страдать. Und dann bekommt man die folgenden 10 Jahre so eine Tendenz, dass die Kinder darunter leiden. Вот поэтому до 3 лет должно быть качественное медицинское обследование, что если, например, ребенка тошнит от брокколи там два раза подряд, то уже стоит все-таки сводить к врачу и сдать анализы. На усваиваемость брокколи? Ну, на что анализ? Смотря как это будет не усваиваться. Это или через верх, или через низ. Ну, ты говоришь, вот его вырвало, допустим, два раза от брокколи, так? Через верх, или, ну, вырвало, например, да? То есть нужно идти к гастроэнтерологу, к детскому. И там уже врачи, у них уже, они знают, да, куда это направляется. Это будет либо генетик, сразу уже отправят генетикам, да, либо это будет просто какое-то обследование, ну, в зависимости от больницы. В Германии, но в Дании ты говоришь, что это невозможно вообще. Да, скажу, же корми самое. Не брокколи, корми, блин. Не корми брокколи, да, корми цветной капусты. Какие гены? Подождите, смотрите. Окей, zuerst übersetzt. So als Beispiel, wenn ein Kind Brokkoli nicht verdauen oder aufnehmen Например, kann und das Kind vom Brokkoli bricht, dann sollte man es schon zu einem Arzt bringen für innere Medizin, dass er eine Diagnose aufstellt, dass das Kind untersucht wird, beziehungsweise der Arzt für innere Medizin soll dann, gesagt, eine, как man das nicht schien, soll dann zum Spezialisten das Kind weiterleiten. Man sollte halt das nicht zu Hause selber versuchen, irgendwie auszuheilen. Прийти раз, прийти два, прийти три. А если на третий раз не помогает, смените врача. Und ja, man sollte dann, wenn das nicht hilft, zweite Mal zum Arzt zu gehen, drittes Mal, viertes Mal, wenn das nicht hilft, den Arzt vielleicht einen anderen Arzt dann dafür aufsuchen. Нужно просто остановиться и в этот момент понять, что ты хочешь: доказать врачу, что он ничего не знает, или ты хочешь сделать хорошо ребенку, да? Ты хочешь доконать врача, додушить его, или ты хочешь реально помочь своему ребенку? Как только ты создашь сама правильное намерение, для тебя пути откроются. На самом-то и дело, нужно понимать, чего добиваться. Я объясняю, вот мы говорим про эмоции, что и уже сама лекция началась с того, что слишком много эмоций, мы на все слишком много эмоционально реагируем, и не видим того, что тех ответов, которые у нас лежат перед носом, грубо говоря. Да? Es kommt ja auch darauf an, was die Motivation ist. Vielleicht mag der eine oder andere dann dem Arzt beweisen, dass der Arzt sich irrt und geht deshalb mehrere Mal zum Doktor. Die Motivation sollte eher so eine sein, dass man speziell dem Kind hilft und keinem etwas beweisen muss oder möchte. Und wir haben am Anfang von Emotionen gesprochen. Wenn das alles emotional begleitet oder geleitet wird, tut es wahrscheinlich auch keinem gut. Man muss gucken, dass man halt das eher rationell angeht und mit einem gesunden Menschenverstand. Сейчас, на мой взгляд, да, каждая женщина, она все-таки берегиня и готовит пищу на всю свою семью. И для нее, например, пойти ну, даже какие-то курсы нутрициологии, диетологии пройти и знать, что нужно для ее семьи конкретно, не для того, чтобы лечить других людей. То есть это вполне реально, это дело одного года. Und weil die Frau ja auch irgendwo für die Gesundheit der Familie verantwortlich ist, ist es ganz normal,
wenn sie dann dafür irgendwelche Kurse, was Diät betrifft oder Ernährung betrifft, besucht, um zu wissen und zu erfahren, was genau ihre Familie braucht und was genau sie speziell für ihre Familie kochen muss. Ну а чтобы вообще, в принципе, у ребенка и до трех сильно много проблем не возникало, нужно вернуться еще на несколько шагов назад, и не назад, а, наверное, вперед. Самое главное, первое, что нужно сделать мужчине и женщине, да, когда они планируют создать семью, это пройти полное обследование и вылечить все свои болезни, все свои кариозные зубы, все свои грибки ногтей, которые какие-то боли непонятные, болезненные месячные, боль в желудке, а здесь чешется, а здесь сыпь. То есть ничего этого не должно быть, это не норма. А мы привыкли с этим жить, для нас это кажется нормой, но это неправильно. Wenn man jetzt von Kind spricht oder von einem kranken Kind spricht, sollte man vielleicht noch ein paar Schritte davor anfangen, dass bevor man mit Familienplanung beginnt, dass man, dass die werdenden Eltern, der Mann und auch die Frau, sich untersuchen lassen und alle Krankheiten möglichst beseitigen, bevor die Frau schwanger wird. Also alle Zähne, wenn da irgendwie Karies ist und alle anderen Sachen beseitigt, Nagelpilz oder irgendwie Ausschläge, Juckreize, irgendwo, wenn es wo sticht oder wehtut oder sowas. Eigentlich ist man ja gewohnt, damit zu leben und guckt gar nicht mehr drauf, aber das ist eigentlich nicht die Norm. Also im Idealfall sollte man sich selbst zuerst in eine bestimmte Norm und Form bringen und dann erst mit der Familienplanung beginnen. И пройти полное обследование, потому что можно абсолютно ничем не болеть, но эти друзья, там, паразиты, микробы, не могут, они находятся в нашем теле, и если мы нагрешили с едой, они вышли из баланса, то мы можем просто заболеть. Und auch wenn man jetzt nicht krank ist oder keine Krankheitssymptome aufweist, ist es trotzdem so, dass bestimmte Lebewesen auch in unserem Körper angesiedelt sind und leben, Bakterien, Mikroben, Parasiten. Und wenn man auch in der Nahrung bestimmte Fehler zulässt, dann können sehr wohl irgendwelche Leiden dadurch entstehen und das gibt sich natürlich auch an die Kinder oder das gibt man natürlich auch an die Kinder weiter. То есть должно быть гармония, спокойствие, в принципе, во всем, не только в эмоциях, но и, например, если мужчина и женщина желают завести ребенка, не надо для этого специально брать и уезжать на Бали, там беременеть, рожать, приезжать обратно, потому что когда люди возвращаются, им, как правило, ребенку тяжело, потому что другой климат, другие бактерии, другая вода, все другое, поэтому вот таких прыганье с места на место не должно быть. Если вы уж решили обзавестись семьей, то нужно определиться с места до того, как вы вообще еще пошли в ЗАГС. Окей. Und sollte natürlich überall Harmonie sein, davor auch, während der Familienplanung auch, weil manche Leute fahren irgendwie nach Bali oder ins Ausland, da wo es anscheinend besser ist, um dort schwanger zu werden, um dort das Kind zu gebären, kommen dann wieder zurück und dann beginnen wieder die Probleme wegen diesem Ortswechsel. Man sollte sich im Vorfeld entscheiden, wo man bleibt und wie man bleibt und all diese Ortswechsel nach Möglichkeit vermeiden. Да, потому что, например, в организме, например, может жить хламидия. Zum Beispiel lebt im Körper die Chlamydien. И если женщина с мужчиной до того, как начали планировать своих детей, сходили и сдали анализ крови, где под микроскопом можно увидеть этих цист. Und wenn man jetzt, bevor man schwanger wird, zum Arzt geht und sich analysieren lässt, das Blut untersuchen lässt und guckt, dass diese Chlamydien sich im Blut befinden. Если у них, например, она присутствует, но никак телу не вредит. Wenn diese Chlamydien im Blut sind, aber dem Körper nicht schaden. Ее не надо ничего с ней сделать. Muss man auch nicht unbedingt etwas damit machen. Нужно просто знать, что она есть. Man muss lediglich wissen, dass sie existiert. Нужно просто знать, что она любит. Man muss wissen, was sie gern hat. Она любит сладкое. Sie mag gern süßes. Она любит алкоголь. Sie mag gern Alkohol. И если вас вдруг ни с того ни с сего потянуло на алкоголь и на сладенькое, это может быть говорит о том, что... Wenn,
проснулась. Wenn sie jetzt ohne Grund dann nach Alkohol oder sie ohne Grund nach Alkohol verlangt oder nach zu viel Süßem verlangt, kann es sein, dass die Chlamydia so aufgewacht ist, sozusagen in Anführungsstrichen, in ihrem Körper. Из-за чего она может проснуться? Wie oder aus welchem Grund wacht sie dann auf? Hauptsächlich wegen Stress. Ну, например, опять же, да, мы говорим про некую образ, некий образ семьи. Семья решила пожениться и решили, что этот дом им не подходит, и они хотят переехать в другой дом. Переезд в другой дом – это стресс. Да? Wenn wir jetzt wieder so eine Beispielfamilie nehmen, ein junges Paar kommt zusammen, plant eine Familie und sie gucken, dass dieses Haus für sie nicht passt, sie ziehen in ein anderes Haus um und dieser Umzug kann bereits Stress für die Familie bedeuten. Либо на ближайшие 3 месяца нужно отложить идею зачатием ребенка. Либо, dass man 3 Monate mit den Gedanken, wie gesagt, den Gedanken verschiebt, schwanger zu werden, либо oder den Zeitpunkt verschiebt oder nicht umziehen in diesem Zeitraum. Да, если вдруг она все-таки вышла из баланса, то нужно ее, конечно же, лечить. Хламидия. Und wenn diese Chlamydia aus der Balance kommt, женщина, мужчина, genau, aus dem Gleichgewicht kommt, sollte sie erstmal geheilt werden. Но, честно вам скажу, по своему личному опыту, как правило, стресс наслаивается все-таки на какое-то хроническое заболевание. И это очень часто бывают, опять же говорю, кариозные зубы, грибок, либо там язва желудка, либо нарушение работы кишечника, такие как вздутие, понос, so, болезненные Krankheiten liegt, zum Beispiel auf kaputte Zähne, auf irgendwelche Pilzerkrankungen im Körper, auf ein Magengeschwür oder auf krampfhafte oder schmerzende Regel. Ну что, как правило, вот ни с того, ни с сего, оно редко, когда бывает, когда стрессанул и получил какой-то удар. Weil so alleine, wenn nichts passiert, kommt wenig was an die Oberfläche, man spürt eigentlich selten was oder nie etwas. Und sobald man Stress erlitten hat, eine Stresssituation hinter sich hat, dann tritt alles an die Oberfläche und beginnt sich zu melden. Na, у нас в кишечнике просто вот на сегодняшний день у нас у каждого из вас, да, по 3 килограмма бактерий у каждого в кишечнике. Jeder von euch hat bis zu 3 Kilo Bakterien im Darm. Да, если im Verdauungssystem. Вы вдруг резко неожиданно решили, что вы будете сидеть на одних яблоках, например. Wenn sie dann plötzlich entscheiden, dass sie sich nur von Äpfel ernähren über einen Zeitraum. А у вас бактерии, которые привыкли переваривать гречку, лапшу, кофе, брецели. Und wenn sie dann gleichzeitig Bakterien im Körper haben, die es gewohnt sind, Kaffee zu verdauen, Nudeln, Buchweizen, Brezeln, Birnen. Груши, бананы. Und Bananen. И яблоки. Und Äpfel. А вы ему только auch, яблоки. Aber sie geben dieser Darmflora nur Äpfel zu essen. Они говорят, бактерии, которые переваривают яблоки, нас мало. Die Bakterien, не die Äpfel verdauen, sagen, es gibt zu wenig von uns. Wir sind damit nicht einverstanden. Что они начинают делать? Was machen die dann? Мало. Wenn sie zu wenig sind? Размножаться. Dann vermehren sie sich. А те 3 килограмма никуда не делись. Und diese anderen 3 Kilo, die waren da drin und die bleiben auch da drin. Поэтому резкие такие изменения в питании, они не полезны. Deshalb sind diese schlagartigen oder zu schnellen Veränderungen in der Diät, die sind nicht gesund. Поэтому не стоит резко переходить на вегетарианство, на веганство, либо безглютеновую пищу и так далее. Deshalb soll man auch nicht schlagartig so auf vegetarische Diät umsteigen oder auf vegane Diät umsteigen oder sich nicht schlagartig glutenfrei ernähren. Вам-то может быть хорошо и внутри себя, в своей голове, в своем подсознании вы себя чувствуете комфортно, но ваш живот он будет раздуваться. Es sehr möglich, dass ihr euch gut fühlt und im Kopf alles sehr gut und wie gesagt rein ist und sauber ist, aber der Darm und das Verdauungssystem, das weitet sich weiter aus und kann sein, dass es sich beginnt aufzublähen. Да, и мне очень в кавычках нравится это выражение. Это чистка, когда понос, когда там сыпь. Und sehr oft sagen die Leute dazu, dass es einfach nur eine Reinigung, wenn sie dann Durchfall haben oder Ausschlag haben, sagen sie zu allen
Erscheinungen, die dann auftreten, Reinigung. Это не чистка, das это говорит о том, что вы что-то делаете неправильно. Das spricht oder das sagt darüber etwas aus, dass ihr etwas falsch macht. Поэтому лучше не назначайте себе сами диету, лучше это делать с какими-то специалистами, либо с тем человеком, который специально это, ну, может быть, без медицинского образования, но он, например, это практикует, практикует голод, практикует там сыроедение, практикует вегетарианство. Лучше обращайтесь к таким людям за консультацией профессиональной, а не просто за советом. Deshalb verordnet euch keine Diät und auch nicht selbstständig. Geht lieber an Menschen heran, die sich damit auskennen, an Spezialisten, an Ernährungsberater. Vielleicht sogar Leute ohne medizinische Ausbildung, die allerdings selbst sehr viel Erfahrung haben in der einen oder anderen Ernährungsweise, damit sie euch beraten und aufklären. Aber holt euch dann nicht Ratschläge, denen ihr strikt befolgt, sondern, ja, wie gesagt, lasst euch beraten und aufklären darüber, was alles sein kann und was alles nicht sein kann. Как, например, мы по каким симптомам мы можем понять, что с нашим партнером либо с нашими детьми что-то происходит не так? А welche Symptome können darüber etwas sagen, dass mit unserem Partner oder mit unseren Kindern etwas nicht stimmt? Это снижение умственной активности, умственной деятельности. Das ist das Herabsenken der intellektuellen Tätigkeit. Ну, например, ребенок читал полкнижки наизусть, да, и вдруг перестал. Und so als Beispiel, das Kind konnte sich ein halbes Buch Gedichte merken und auf einmal kann das Kind es nicht mehr. Опять же говорю, если вы обратитесь к специалисту, вам скажут, либо реально ребенок ленится, да, этот нужен психолог, нужно разбираться с ситуацией. Und wenn Sie sich einen Spezialisten wenden, dann wird er auch sagen, ob das Kind tatsächlich faul geworden ist und es nicht machen möchte, dann muss vielleicht so ein Psychologe mit dem Kind sprechen und gucken, was die Ursache dafür ist. Либо это может быть, ну не знаю, даже банальная реакция на овсянку. Oder es kann eine einfache Reaktion auf Haferflocken sein oder Kartoffeln, wenn das Kind zu viel davon bekommt. Да, эти продукты, они на бананы тоже можно. Auf Bananen gibt's auch dementsprechend ähnliche Reaktionen. То есть это такие продукты слизи, когда человек, он активный, и тут такой раз и стал как... Und das sind Produkte, die den Körper verschleimen und der Mensch oder das Kind kann aktiv sein. Wenn es zu viel von diesen Produkten ist, wird es, wie gesagt, wenn der Körper verschleimt, wird er ja langsam wie eine Schnecke. Die Schnecke ist ja auch. То есть прежде чем тащить ребенка к врачу, сначала посмотрите, не кормите ли вы всю его неделю бананами с овсяной кашей. Und bevor ihr dann das Kind zum Arzt schleppt, guckt erstmal, ob ihr das Kind nicht die ganze Woche mit Haferbrei und Bananen gefüttert habt. Да, если что-то это так, то можно попробовать дать другую пищу и посмотреть. Könnt probieren auch selbstständig dem Kind eine andere Nahrung zu geben und gucken, ob sich das zum Besseren verändert. А если, например, снижение иммунитета, то есть муж ваш ходил-ходил, весь такой красивый и сиял, и тут раз неожиданно болячка какая-то на губе, в носу, либо еще oder что-то. Oder das Herabsenken der Immunität, zum Beispiel, ihr Mann war ganz gesund und leuchtend und strahlend und ist die ganze Zeit so gewesen und auf einmal kriegt er irgendwelche Herpes oder irgendwelche Wunden, Erkältungen in der Nase oder sonstige Ausschläge. Потому что женщины, как правило, больше следят за своим здоровьем, а для мужчины какой-то прыщик на губе, на брови, это для него все нормально. Weil Frauen gucken eher ihre Gesundheit und ihr Aussehen. Beim Mann ist es so, wenn er irgendwie einen Pickel hat oder irgendwie eine Wunde oder Herpes hat, so der guckt da nicht allzu sehr drauf, der guckt auch darüber hinweg sozusagen. И это говорит о том, что снизился слишком сильно, упал иммунитет. Das kann auch darüber sprechen, dass seine Immunität ziemlich herabgesunken ist. Это может произойти, ну, как правило, часто это происходит, если, например, были бурные выходные, алкоголь, passiert es, много wenn er солнца, so ein aktives купание. Wochenende hatte, mit Alkohol, viel Sonne, viel gebadet hat. А в понедельник герпес. Zum Beispiel. Und am Montag bekommt er den Herpes. Это говорит о том, что упал иммунитет сильно. Und das sagt darüber hinaus, dass über diese Überaktivitäten die Immunität gesunken ist. Если в жизни еще присутствует стресс, wenn ihr dazu noch Stress empfindet, а он, скорее всего, присутствует, потому что поэтому так человек активно отдыхает, чтобы ему разрядиться. Und Stress wird da auch vorhanden sein, deshalb
verbringt er so aktiv seine Freizeit, um diesen Stress loszuwerden? Да, лучше будет какой-то спокойный отдых. Опять же говорю про медитацию, опять же говорю про пранаяму. Besser wäre in dem Fall so eine ruhige Entspannungsphase für ein paar Tage, Meditationen oder Pranayama, Atemübungen. То следующие свои выходные и всю неделю старайтесь планировать более пассивно, в отдыхе. Wenn ihr eine Stresswoche hattet, plant die Woche drauf, dass sie eher passiv und ihr diese Woche dann mit Ruhe verbringt oder in Ruhe verbringt. И нужно давать телу отдыхать не только тогда, когда наступила ночь, а просто иногда нужно лечь, полежать в шавасане. Это очень полезно. Körper muss sich auch zwischendurch einmal ausruhen, nicht nur wenn es dunkel ist oder Nacht ist, sondern auch zwischendurch am Tag eine kurze Shavasana, kurze Entspannungsphasen, die solltet ihr auch natürlich mit einbauen. Если, например, после приема пищи обильно сопли, обильно какие-то кашель, начинается воспершение. Wenn ihr nach dem Essen also verschleimt seid oder irgendwie ihr einen leichten Schnupfen bekommt oder wenn ihr nach dem Essen hustet und Schleim aus der Lunge rauskommt, Это тоже будет говорить о том, что не очень хорошо принимается пища. Das sagt auch darüber hinaus, dass die Nahrung nicht sehr gut aufgenommen wird. Здесь нужно тоже обратить на это внимание. Und ihr müsst genau hier auch auf die Ernährung gucken. И просто oder darauf schauen, auf diese Reaktionen und diese Nahrungsmittel, die den Körper verschleimen, nicht aufnehmen. Просто для того, чтобы исключить какие-то серьезные заболевания. Um dann ernsthafte Erkrankungen auszuschließen. Высыпания, любые высыпания на коже, это тоже, в принципе, необходимо за ними следить, если кожа меняет цвет. Also auch jeder Ausschlag auf der Haut, man muss ihn auch beobachten, oder wenn die Haut die Farbe verändert, da muss man auch drauf schauen, was die Ursache ist. Например, очень часто бывают одиночные такие прыщи, это называется гиперкератоз, из-за того, что человек употребляет большое количество молочных продуктов, молокосодержащих. Hin und wieder gibt es so einen Ausschlag oder so einen einzelnen Pickel, wenn er sich irgendwo ist, das sagt darüber hinaus, dass der Mensch zu viel Milchprodukte nimmt oder zu viel Milchprodukte isst. Как это? Гипогалактоз? Непереносимость лактозы. Also das ist dann eher Laktoseunverträglichkeit, wenn man jetzt ab und zu diesen einen großen Pickel bekommt. Но не только из-за молока, это может быть йогурты какие-то. Das kann aber auch sein, dass es vom Joghurt kommt oder von Butter kommt. У нас как считается, витаминов не хватает, надо больше фруктов, больше молочных продуктов, denken, чтобы стало хорошо. Wir denken, ja, wenn wir nicht genug Vitamine haben, müssen wir mehr Früchte essen, mehr Milchprodukte essen, damit wir wieder genug Vitamine zuführen. Но, к сожалению, и фрукты, и молочные продукты обладают высоким инсулиномическим и гликемическим индексом, и это будет только сильно вредить телу. Aber еще больше будет прыщей. Leider ist es so, dass die Früchte und die Milchprodukte einen sehr hohen glykämischen Index haben, und das kann dann als Folge haben, dass man noch mehr Ausschlag und noch mehr Pickel bekommt. И опять же, какие-либо изменения на коже, безусловно, будут говорить о том, что внутренние наши бактерии, микробы, они не согласны с тем, как мы себя ведем, и выбрасывают, да, через кожу все, что им не нравится. Und diese etwaigen Ausschläge oder Veränderungen auf der Haut sagen darüber etwas aus, dass die Bakterien und Mikroorganismen im Körper, denen gefällt unsere Verhaltensweise nicht, und die melden sich so, dass sie etwas durch die Haut nach außen streuen. Такая же может быть реакция, если пища некачественная. Die gleiche Reaktion kann auch sein, wenn die Nahrung qualitativ nicht gut ist. Поэтому не стоит готовить впрок. Deshalb soll man auch nicht auf Vorrat kochen. Если еда два раза была разогрета, это уже некачественная еда. Wenn die Nahrung, ну, второй раз, когда разогреваешь. Раз, да. Bereits wenn man die Nahrung das zweite Mal aufwärmt, ist sie bereits dann qualitativ nicht mehr gut. Но это не относится к борщу, к супу. Борщ и щи, по-моему. Aber das... Серьезно. Aber борщ... Ja, борщ, so eine russische Kratzsuppe, da ist ein bisschen anders sind da die Regeln. Die ist auch
Nach einem oder nach zwei Tagen gut. Es ist so eine Ausnahme. Да, но все равно старайтесь не готовить впрок, пища Aber должна быть свежеприготовленная. Ihr jedes Mal eine frisch zubereitete Nahrung isst und nicht auf Vorrat kocht oder die Nahrung dann nicht zwei, dreimal aufwärmt. Да, сразу такой вопрос. У меня там трое детей, еще муж, еще работа, еще и собака, еще и там мама, и тра-та-та, тра-та-та. Я ничего не успеваю, и как же мне тут что наготовить? Опять же нужно остановиться и понять, что для тебя важно. Всем быть хорошей или готовить хорошую еду. То есть примерно логика должна быть такой. Auch oft bei vielen die Frage oder Einwände, ich habe jetzt drei Kinder, den Mann und die Mutter und den Hund und alles, ich muss mich um alles kümmern, ich schaffe es nicht, regelmäßig frisch zu kochen. Man muss dann auch gucken, ein bisschen stehen bleiben, analysieren, was für einen wichtig ist, für jeden Einzelnen irgendwie gut zu sein, jedem nachzukommen oder sich mehr um die Gesundheit der Einzelnen zu kümmern. Да, потому что если жена будет готовить свежую пищу каждый день и будет хорошо и кормить мужа, то дети будут хорошо учиться, муж будет хорошо работать, ей не придется лишние там бегать за всем. Лишние два часа и лишние беготни и лишних работ придумывать. Die Frau dann als Beispiel. Вот, кстати, да. Wenn die Frau dann Wenn die Frau dann sehr gut kocht, immer frisch kocht, die Familie immer mit einer guten Nahrung versorgt ist, geht es allen besser. Der Mann kann besser und erfolgreicher in der Arbeit wirken. Die Kinder sind ruhiger und ausgeglichener dann in der Schule. Das bedeutet für die Frau wiederum weniger Stress und weniger ja, Rennerei. Das ist auch tatsächlich so belegt. Aus Erfahrung. Безусловно, хороша физическая активность, но умеренная. Физическая активность ist auch sehr gut und zu empfehlen, aber auch in Maßen. И лучше каждый день выполнять хотя бы одну минуту йогу, чем вы всю неделю ничего не делали, потом дождались выходных и как в 4 часа начали заниматься йогой. Und es ist immer noch besser, jeden Tag eine Minute Yoga zu machen, als die ganze Woche nichts zu tun und dann am Wochenende mit langer Erwartung aufzustehen um 4 Uhr und voll drauf loszulegen. Организм очень любит дисциплину. Der Körper mag die Disziplin auch sehr gut. И опять же, если вы будете приучать, ну как вот создание семьи своего ребенка, и будете каждый день там, это будет ваша как каждодневная практика, как зубы почистить, да, сделать короткую практику йоги, либо пранаямы, либо медитацию. Это очень будет полезно. Wenn das in euren Alltag, in eure Gewohnheit hin überfließt, dass ihr, wie ihr Zähne putzt, auch täglich eure Yoga-Praxis nachgeht, auch kurze Phasen, in kurzen Phasen praktiziert, da wird euch eure Gesundheit und euer Körper danken. Если есть, можно 3 минуты делать, но если нет Wenn времени, drei Minuten хотя бы... Hat, kann man 3 минуты machen. Wenn man gar keine Zeit, но zumindest постоянно, ежедневно. Eine Minute dafür regelmäßig und täglich. То есть одну минуту всегда можно найти. Also eine Minute Даже findet, в аэропорту можно сделать findet йогу. Man ständig какой-нибудь physik. Триконасану. Sogar am Flughafen irgendwo. Не надо шавасану делать. Wenn man unterwegs ist, irgendeine Триконасана machen, auch am Flughafen. Да, много путешествовала, знаю, что все возможно, поэтому... Also, ich hab Ich war viel auf Reisen, deshalb weiß ich, dass das möglich ist. Ну и опять же мы говорили, да, что если сильная пассивность и потом резкая физическая активность, то также чревато стрессом для тела и выходом всех тех полезняшек, вкусняшек, которые мы с вами накопили и носим каждый день, и они все выйдут наружу и будут нас на поверхности радовать, украшать, да. Und es ist für den Körper so, dass diese übermäßige Passivität, die sich dann von übermäßiger Aktivität ändert, also wenn der Mensch nichts macht und dann auf einmal zu viel macht, ist das für den Körper allerdings auch ein sehr großer Stress, was dazu führt, dass diese ganzen Stoffe, Freunde und Mikroorganismen durch die Haut nach außen treten und uns in Anführungsstrichen schöner machen. Ну, какие еще могут быть, чем семьи грешат, например, сезон, ну, сейчас яблоки, фрукты, да, сезон яблок, все дома, все заставлено ящиками с яблоками, все дружно едят яблоки. Was man auch sehr oft falsch macht, zum Beispiel eine ganze Familie, wenn die Saison da ist und Äpfel reif sind draußen, hat man zu Hause kistenweise diese Äpfel und es sind ja Vitamine drin und alle essen nur diese Äpfel.
Но вспоминайте сразу про 3 килограмма бактерий, которые есть в нашем теле. Эрина, да, то есть вида анизе. Всего лишь чуть-чуть, те, которые яблок выделили. 3 кило бактерий, und nur ein geringer Teil ist dafür da, um Äpfel zu verdauen. Ну, хотя бы яблоки можно по-разному готовить. Можно делать моченые, запеченные, не только одни сырые, да. Zumindest kann man die Äpfel dann anders oder unterschiedlich vorbereiten. Там яблоки с гречкой, яблоки с рисом, яблоки с картошкой, хотя бы так. Oder unterschiedliche Gerichte mit den Äpfeln machen oder unterschiedliche Beilagen dazu entwickeln, wenn man unbedingt so viel Äpfel essen möchte, dass man auch was anderes noch mit isst. Потому что тело возьмет только столько, сколько оно может усвоить. Впрок в него положить невозможно. Weil der Körper wird auch nur das aufnehmen, was er für den Moment speichern kann und halt auf Vorrat speichern kann der Körper sowieso nicht. Поэтому не занимайтесь кулинарным терроризмом. Deshalb lässt so die Finger davon von diesem kulinaren Terrorismus. Не заставляйте слишком много есть чего-то. Und zwingt euch und eure Familienmitglieder nicht zu viel von einem Produkt zu essen. Не заставляйте детей также есть очень много, говорит, ешь, ешь, ты не наелся, ешь, я тебе сказала. Nicht viel zu essen, wenn manche dann sagen, iss, iss, du bist noch nicht satt und du musst noch das essen, du musst viel davon essen oder viel davon essen, das darf natürlich auch nicht sein. Дети, они лучше нас знают и понимают свое тело. Die Kinder verstehen besser als oder spüren ihren eigenen Körper besser als wir und verstehen ihn oft besser als wir. Это мы с годами его закрепощаем, перестаем себя чувствовать. Also, eher sind es die Erwachsenen, die den Körper mit dem Alter oder mit den Jahren weniger oder gar nicht mehr spüren. Ну, как, например? Например, женщина любит очень жесткий массаж. Zum Beispiel eine Frau, die liebt eine etwas härtere Massage. То есть она не в контакте со своим телом, sie ist nicht эмоциями. Im Kontakt mit ihrem Körper, sie ist nicht im Kontakt mit ihren Emotionen. Тут помимо каких-то мероприятий я всегда рекомендую консультацию, работу с психотерапевтом. Und hier neben allen Behandlungen und Therapien empfehle ich auch eine Psychotherapie. Потому что тело, видимо, настолько сжалось, зажалось. Weil der Körper offenbar oder offensichtlich zu sehr verspannt oder angespannt ist. Что ему необходима помощь. Das eher Hilfe braucht. Должно быть с головы, да? Also der Kopf muss ja bei der Entspannung beginnen und nicht bei irgendeiner harten oder schmerzenden Massage. Also in der, ja. Ну, если сильно сжаты челюсти, сильно сжаты все фасции, а во сне у нас фасции не расслабляются, поэтому человек находится в постоянно сжатом состоянии, в постоянном стрессе, и ему болючий массаж, он ему не поможет, он его еще больше напряжет, поэтому нужно расслабляться. Хотят? Они, да, как правило, многие женщины хотят такого жесткого массажа, жесткого мужика. Beispiele, wenn man irgendwo... Сейчас. Хорошо. Wenn man, bei Frauen kommt es hin und wieder vor, wenn die Kiefermuskulatur, dann die Nackenmuskulatur verspannt ist und die Faszien verspannt sind, entspannt sich das in der Nacht nicht und man speichert diese Verspannungen im Körper nach und es wird immer mehr. Man sollte dann so leichte, sanfte Entspannungsübungen empfehlen oder machen oder auf diesen Weg gehen. Stattdessen haben diese oder spüren diese Frauen das Bedürfnis eher nach einer starken oder härteren Massage und das ist nicht die richtige Herangehensweise. Die Ursache ist aber wiederum diese zu starke und zu lang anhaltende Verspannung im ganzen Körper. Потому что такой человек, как правило, он не привык отдыхать. И если ты его скажешь ему, приходи ко мне на тренировку, там позанимаемся, подышим, он скажет тебе, мне некогда, я вот... Und so ein Mensch ist es nicht gewohnt, sich auszuruhen oder richtig zu erholen, wenn man dann zu ihm sagt, komm vorbei, wir haben jetzt so Entspannungstraining, viele Entspannungsübungen, dann sagt er hat keine Zeit, weil denkt, dass ihm nur diese intensive Massage hilft. Человек просто будет не готов к каким-то, например, пранаямам. Ему wird просто это auch не нужно. Nicht bereit sein für irgendwelche langen Atemübungen. Sein Kopf wird nicht dafür bereit sein, weil im Kopf zu sehr angespannt ist. Ja, поэтому здесь очень хорошо, легко психолог обратиться в тело человека. Deshalb können da Psychologen sehr gut helfen, den Menschen wieder in seinen Körper
zurückzuversetzen. Либо женская йога, фрау-йога. Oder Frauen-Yoga speziell, wenn es dann um Frauen geht. Помогает, возвращает в женское тело, женщина начинает жить по-женскому. Die Frau auch sehr gut in ihren Frauenkörper zurück. Die Frau beginnt wieder ihr Frauendasein zu wahren. Так далее. Und so weiter. И последний пункт, про который я хотела тоже проговорить, это... Дома должна быть чистота, избавляйтесь от хлама. Это очень сильно забирает энергию. Der letzte wichtige Punkt, den ich ansprechen wollte, haltet daheim alles ordentlich. Schmeißt alle alten, unnötigen oder kaputten Sachen weg. Das Haus, so, das nimmt auch alles Energie weg, unnötige Gegenstände und sowas. Also haltet auch hier nicht nur alles sauber, sondern sollen alles... Ja, brauchbare, neue, funktionsfähige Gegenstände sein. Старайтесь избегать токсического общения. Meidet auch toxische Beziehungen. Например, какая-то подруга постоянно жалуется на своего мужа. Zum Beispiel, eine Freundin beschwert sich ständig über ihren Mann. Das ist eine toxisches Verhältnis. Либо это могут быть такие же отношения на работе, тоже токсичные. Oder es können in der Arbeit irgendwelche Beziehungen sein unter Kollegen, die auch toxisch wirken. Это может быть кто-то из родственников, например, мама, которая звонит и бесконечно жалуется. Das können auch Verwandte sein, zum Beispiel die Mutter, die ständig anruft und sich beschwert über irgendwas. Это не принесет пользы ни маме, ни вам, das wird keinem etwas nutzen, euch nicht. Ни маме, ни семье, ни вашей семье. Der Familie, der Mutter wird es keinen Nutzen bringen, euch wird es keinen Nutzen bringen, eigentlich keinem. Поэтому это все можно решить, старайтесь такого избежать. Deshalb, man kann das alles anderweitig lösen, deshalb versucht das zu meiden. Общение с друзьями тоже, оно должно быть на позитивные темы, das приятным. Verhältnis mit den Freunden und die Unterhaltungen mit den Freunden sollten auch приносит über positive радость. Themen gehen, die müssen Freude bringen. Никого не обсуждать. Man sollte auch keinen irgendwie verurteilen oder so nicht hinter jemanden rücken, über jemanden reden oder diskutieren. Сосредотачивайтесь больше на приятных эмоциях. Концентрирует euch mehr auf positive Emotionen. Как многие тибетские ламы говорят, общение должно быть приятным сердцу. Wie viele tibetische Lama sagen, eine Beziehung oder eine Unterhaltung soll für das Herz angenehm sein. Потому что если беседа неприятная сердцу, она может быть интересная, активная, но неприятная, не радостная сердцу, неприятная сердцу. Если беседа неприятная сердцу, она может быть интересная, активная, но неприятная, неприятная сердцу. Если беседа неприятная сердцу, она может быть интересная, активная, но неприятная, неприятная сердцу. Если беседа неприятная сердцу, она может быть интересная, активная, но неприятная, неприятная. Мы сейчас проговорили про многое и просто не стали называть тему иначе, да, мы сейчас просто в принципе с вами проговорили про ментальных паразитов, про ментальных глистов, про настоящих паразитов, про настоящих, которые могут мешать нашей деятельности, и когда кто-то руководит нашим телом, то семейная жизнь в гармонии, в радости, она просто невозможна. Genau. Wir haben jetzt über einige Sachen, über einige Themen gesprochen, so eher an der Oberfläche. Wir haben jetzt nichts Spezielles angesprochen. Wir haben aber nichtsdestotrotz uns auch darüber kurz unterhalten, was uns Energien entziehen kann. Ob das jetzt energetische Parasiten sind oder tatsächliche physische Parasiten sind. Es gibt vieles zu berücksichtigen für eine glücklichere oder gesündere Lebensweise. Да, потому что любые даже негативные какие-то наши установки, невера в успех одного члена семьи, это говорит о том, что у нас что-то не в порядке с нашей энергетикой, мы находимся на низких вибрациях, и это не у того человека что-то плохо, это у нас плохо, нам нужно задуматься, да, и не перекладывать ответственность за свое здоровье на другого. Und wenn wir irgendwie negative Tendenzen entwickeln, wenn wir an den Erfolg eines unserer Familienmitglieder nicht glauben, dann heißt es nicht, dass das Familienmitglied so unerfolgreich ist. Das sind unsere schweren oder negativen Vibrationen oder Emotionen oder
Es kann sein, dass bei uns gesundheitlich etwas nicht ganz in Ordnung ist und wir sollten eigentlich da bei uns selbst anfangen. Потому что я надеюсь, ну я, вы, наверное, все знаете то, что вот эти все болезни, паразиты, вирусы, они обладают низкочастотной вибрацией. Weil ihr wisst bestimmt alle, dass alle diese Krankheiten, Parasiten und Viren, die haben eine eher niedrig ja, schwingende Natur oder niedrige Frequenzen. И соблюдая вот такие мероприятия, вы можете повысить свои вибрации и можете качественно изменить свою жизнь. Und wenn Sie diesen Ratschlägen befolgen und diese Lebensweise so verändern, dass ihr die eigenen Vibrationen auf einer hohen Ebene hält, dann bewahrt euch das auch vor vielen Leiden und vor vielen unerwünschten ja, Freunden sozusagen auf Поэтому, der микробиологischen Ebene. Пожалуйста, попробуйте. Если у вас не получится, все равно будете говорить, меня одолевают низкочастотные вибрации. Мы разберем эту тему с вами через год на следующем йога-лагере. Probiert es aus, und wenn ihr dann trotzdem sagt, irgendwelche niederfrequenten Vibrationen übermannen mich oder irgendwie bewältigen mich und ich komme nicht dagegen an, ich kann nichts dagegen tun, guckt euch an, analysiert euch und dann können wir bei einem nächsten Treffen dann auch darüber erzählen. Да, и не стесняйтесь обращаться за помощью. Я понимаю, что иногда, когда ты обращаешься к одному специалисту, ко второму специалисту, ты можешь просто разочароваться, но поверьте, много хороших людей, очень много хороших специалистов на нашей планете Земля. Смените свой фокус с негативной установки, что все врачи плохие, фокус то, что мне повезет, и все будет хорошо, правда. Und seid jetzt nicht so pessimistisch, dass alle schlecht sind oder irgendwie alle Ärzte nur Schlechtes den Menschen wollen. Ändert eure Perspektive, es gibt tatsächlich sehr viele gute Leute auf dem Planeten, sehr viele kompetente Menschen, die euch auch weiterhelfen können. Ihr müsst nur euren Fokus ein bisschen verschieben von dem Negativen auf das Positive.